Liebe Leute, weiter geht's heute mit FIFA und wir machen heute weiter mit unserem nächsten Duell und zwar gegen Rayo Vallecano, der Führer, Tabellenführer gegen den Tabellenzwölften. Na dann, auf ein neues. So, wir müssen mal gucken, dass wir ein bisschen durchrotieren. Leider aus Fitnessgründen. So, also gucken. Vidal ist leider gelb. Rot ist leider rot gesperrt. Also im letzten Spiel die glatt rote Karte gesehen. So, wieder Libre und darf mal von Beginn an. Jean. Petit. Sainz. Muniain. So, Miro. Darf mal sein Debüt zeigen? Darf man sein Debüt machen? So, und jetzt brauche ich noch eigentlich einen Clips da vorne drin. Ich habe nur, glaube ich, keinen, ne? Ich weiß nicht. Oh, ich müsste tatsächlich. Ja, gut, ich hatte vielleicht bestimmt eine Alternative, der da vorne auch noch was kann. Olmo kann es rein theoretisch. Mal Fujin mal heute versuchen, weil wir beginnen an. Mal, mal heute zu knipsen. Gut, gehen wir rein ins Match. Spieltag Nummer 5. Der Trainer steht vor einem wichtigen Meilenstein bei diesem Club. Es ist seine 50. Partie. Schafft die Mannschaft zum Jubiläum einen Sieg? Lassen Sie sich das nicht entgehen. Wir zeigen es Ihnen live bei EA Sports. Ich bin überzeugt, dass wir schaffen. Liebe Fußballfreunde, willkommen im Estadio San Mamés. Ich begrüße Sie zu dieser Begegnung. Ich bin Wolf Fuß, neben mir sitzt Frank Buschmann. Wir werden das Ganze für Sie kommentieren. Und bei uns geht es heute um ein Spiel aus der La Liga Santander. Athletic Bilbao gegen Rayo Vallecano. Das könnte ein Highlight werden, Wolf. Alles drin, alles dabei. Super, dass wir uns hierfür entschieden haben. Eingeblendet die Aufstellung von Bilbao. Sie entscheiden sich für ein 4-4-2 mit Raute. Eine beliebte Taktik, weil du damit für Lücken sorgen kannst, gerade über das Tempo im Mittelfeld. Hier sehen wir die Aufstellung von Rayo Vallecano. Sie bevorzugen einen doch ziemlich defensiven Stil, Buschi. Oh ja, auch heute wieder. Sie wollen geballt vor dem eigenen Tor stehen. Das ist nicht immer attraktiv, aber häufig erfolgreich. Es geht los, Bilbao mit dem Anstoß. So, wir versuchen es mal heute mit dem etwas. Ja. Mit einer anderen Aufstellung. Wir müssten ja leider mal ein bisschen rotieren. Er muss so lange aufpassen. Weiter dieses Dribbling. Ach. Einwurf jetzt. Einwurf für den Gefer. Super dazwischen gegangen, da haben sie den Ball wieder. Sanchez, jetzt kann er mal ein bisschen Tempo anziehen. Die Gastgeber sind über die bisherige Saison gesehen, die Mannschaft mit den meisten Toren. Die Offensive ist ihre große Stärke, Wolf. Ist der beste. Wieder Libre! 1-0!
Sag ja, da haben sie einmal den Platz, da können sie einmal das Tempo anziehen und schon führen sie. Schauen Sie sich das an. Druck ohne Ende. Perfekt getroffen. Der Keeper ohne jede Möglichkeit. Klasse. Hasir Villalibre. Viertes Saisontor mittlerweile schon. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. De Tomas. Jetzt müssen Sie aufpassen. Sie spielen die einfachen Bälle. Holt sich so und Remiro, heute bei seinem Debüt. Langsam zurück. Merino. Ah, das war zu offensichtlich. Die Idee war gut, aber die Umsetzung war schlecht. Weiter am Ball. Vincedor. Und dann hat er mal ein bisschen Platz. Angriff damit also beendet. Und Vajo kriegt 50. Einsatz als Coach freuen. Buschi, das ist natürlich ein ambitionierter Mann, der nimmt es so zur Kenntnis. Easy. Ist auch schon wieder gut. Der weiß, es ist genau hinschauen. Erstmal Augen auf jetzt. Gehalten. Macht er und Ramiro. Einer der Spieler scheint sich hier verletzt zu haben. Merino, oh nein. Der Schiri auch kurz das Spiel. Unser teurer Neuzugang verletzt sich leider. Ich hoffe, dass er, wie gesagt, er wird wahrscheinlich nicht weiterspielen. Sieht nach Knie aus. Und nicht, dass der ewig lange jetzt ausfällt. Ja, Merino muss leider den Platz verlassen. Petit wird jetzt gleich kommen. Oh ja, der ist beim Aufspringen, ist der böse umgekriegt. Das könnte lange Pause werden. Ich verbreche Kreuzbandriss. Ich rechne mal so 6 bis 7 Monate Pause. Quasi dann Saison aus. Und dann müssen wir wahrscheinlich nochmal investieren. Ja, und dann geht es hier jetzt mit Schiedsrichterball weiter. Leider müssen wir da nochmal auf dem Transfermarkt aktiv werden. So fangen Sie den Angriff früher ab. Sehr gut. Der Thomas. Schön abgekehrt da. Aufgefangen. Zola. Der Ball ist weg. Der Thomas. Zola. Ball geht. Unai Vencedor. Klar, wir sind natürlich jetzt nicht die. Er ist weiter am Ball. Abwehr tut sich schwer. Es ist natürlich nicht die gute, super gute Truppe jetzt gerade. Der Ball erstmal raus. Gut gemacht. Aber sie kommen jetzt gerade so ein bisschen. Vallecano. Kluivert. Den Zweikampf führt er sehr. Und Sola. Aber dann den Ballverlust. Ja, ist ein gefährlicher Steilpass. Nee, das kann man. Gelb Sola. Richtige Entscheidung. Ich glaube schon, das war gelb. Ich auch so. Einfach viel zu spät reingegangen. Beschwert sich, glaube ich, auch niemand drüber. Was wird er hier geben? Jetzt haben die Spekulationen um ihn endlich ein Ende, denn er geht zu PSG. Also mit ihm verstärken sie sich in jedem Fall. Das ist ein richtig guter Transfer. So, jetzt kommt der aber Konter mal über Villalibre. Vielleicht mal wieder eine Chance. Easy. Ah, weiß nicht, wo der jetzt hin will mit dem Ball. Der Thomas. Guter Ball. Ja, es ist halt, wie gesagt, momentan viel wirklich Chancen, da sind keine momentan in dieser Partie. Den Ball abgefangen. Jetzt können sie über außen kommen. Da geht er im Strafraum resolut dazwischen, aber gut gemacht, kein Foul. Jetzt fahre ich mal den Ball. Lieber nochmal wieder Libre. Kann er nochmal irgendwas machen mit der Halbzeit? Jawohl, 2-0. Der Mann
fünftes Saisontor mittlerweile für ihn. Jetzt hat er mal noch den Platz. So, da ist der Konter. Und dann macht das stark. Unwiderstehlich. Abwehr chancenlos, obwohl sie dicht dran sind. Aber spitze gemacht. Wir gehen in die Pause. Nach dem ersten Durchgang liegen die Gastgeber hier in Führung. Deutliche Führung zur Pause und das Offen. So, man führt Gott sei Dank jetzt mit 2-0. Musste leider aber schon eine Verletzung wegstecken. So, jetzt wird der nächste Wechsel kommen gleich. Ramos kommt. Anpfiff zur zweiten Hälfte, weiter geht's hier. Als aus der eigenen Jugend. Und dann ist der Ball verloren. Ja, das ist halt jetzt gerade so ein bisschen schwierig. Jetzt haben wir wieder so ein bisschen die positiven Punkte für die. Hat der Gegner wieder Druck. So ist es richtig. Der Thomas. Thomas und dann haben wir Remiro. Der aber wirklich auch noch nicht so wirklich eingreifen musste. So mehrere Situationen hat er ja nicht. Bald geht es in der La Liga Santander weiter für Athletic Bilbao. Dann geht es auswärts gegen den FC Getafe. Getafe. Und dann freuen wir uns auf eine hoffentlich hochklassige Begegnung. Er kommt nicht durch mit dem Pass. Der Verteidiger passt auf. Torhüter ist da, aber war auch ein dankbarer Ball. Über Borja Sainz. Die Hereingabe jetzt ins Zentrum. Ah, Petri! So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Den Ball holt er. Jetzt hat er nur erstmal. Jean. Kann sich aber nicht durchsetzen gegen Veli. Sie wollen den Gegner laufen lassen. Guter Seitenwechsel. Pass kommt nicht an. Aber die Antanas. Jetzt haben wir mal ein bisschen Platz. Jetzt hat der Gegner mal den Fehler gemacht. 2-0, 3-0. Jean. Das nächste. Und damit sind sie hier schon mit 3 in vorne. Kann sich durchsetzen, ich weiß gar nicht, was der Veli, glaube ich, der mit dem Fehler, der den entscheidenden Fehler gespielt hat. Der jetzt wird es begleitet. Luka Jean. Der aus der eigenen Jugend, aus der eigenen Akademie, Kleubert. Ah, schade. Gut gemacht. Ne? Einfach vorbei. Wieder Kleubert. Jetzt haben wir mal. Jetzt haben wir Platz. Rodriguez. Der Linksverteidiger. Platz auf außen. Rodriguez. Rodriguez. Die Riesenchance. Jean. Und Tor. Nächste Tor. Das ist natürlich stark. Sie lassen nicht nach. Erhöhen damit auf 4 Tore Vorsprung. Und da ist es das 4-0. Eiskalt macht er hier das Tor aus kürzester Entfernung. Ja, wer will ihn da noch aufhalten? Wer will ihn da noch stoppen? Das ist eine sichere Bude. Das drückt auch das Ergebnis aus. Easy. Der Thomas. Gute Grätsche. Sie haben den Ball. Ja, kriegt er den noch? Nee, kriegt er nicht mehr. Ist
bisher immer noch am Ball. Mit dem Schuss verfehlt er das Ziel doch sehr deutlich. Und hier sehen wir jetzt den Wechsel. Der Blick auf die Uhr. Ah, das war zu. Ende. Klar. Thomas. Sie stören früh, da ist der Ball. Einfacher Ball hier für Alex Remiro. Bocher. Heute steht kurz vor dem Ende 4:0. Bocher. Der nächste Gegner von Athletic Bilbao heißt Getafe CF und in ihrer aktuellen gute Chance. Oh, Villa Libre! Der ist sogar noch verhindert, irgendwie verhindert bekommt den Ball. Ganz wichtig, da muss er hin. Ich denke. Eine Minute gibt's oben drauf. Ja, leider wird es keinen Dreierpack geben. Hier wieder Villa Libre noch Jean. Aber beide mit zwei Toren. Das sieht vielversprechend aus. Und Vivian macht es dann am Ende. Klar, und damit ist durch. 4:0. Der nächste Sieg. Sie nicht aufzuhalten. Sie machen ihre Tore, wie wir das von Ihnen kennen. Sind ohnehin die Mannschaft mit dem besten Sturm deutlich zu erkennen. Tore, Treffer ohne Ende. Und dann kommt so ein Sieg dabei raus. Ja. Aber die Hausaufgabe auf jeden Fall erstmal erledigt. Das ist erstmal das Wichtigste. Hausaufgabe erledigt. Alles andere ist erstmal unwichtig. So. Gut. Brauchen wir Interview? Brauchen wir nicht. Die Interviews brauchen wir nicht. Und wir machen. Nein, Moment, haben wir noch kurz. Ich vermute, wie gesagt, dass da Merino lange ausfällt. 4 Monate Außenbandverletzung. Ja, das an für sich geht noch. Ja, spielt noch gut. Warum nicht? Gut, wir sehen uns wieder morgen 14 Uhr mit dem Auswärtsspiel gegen Getafe.